Hallo. Also nochmal. Es geht ums Gewinnspiel. Ich mache unten gleich, wenn ich fertig bin mit dem Video, noch einmal den Link rein, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ihr könnt eine Divine Healing Session gewinnen. Es haben sich schon ganz, ganz viele Leute angemeldet und ich freue mich riesig, dass wir auf diesem Weg 10 Leuten tatsächlich dabei helfen können, den ersten Schritt in Heilung und Transformation zu machen. Es ist unglaublich, uns alle, jetzt ist schon wieder die Kamera aus, uns alle quält doch tatsächlich dasselbe. Wir haben alle eigentlich die gleichen Themen, die wir gerne. Also, Kamera ist irgendwie Wackelkontakt, Entschuldigung, bin gleich wieder da. Wir haben alle die gleichen Themen, die wir gerne transformieren wollen. Ich möchte euch kurz mal nur sagen, was mich da alles erreicht hat an Themen, ganz anonym, dass ihr wisst, wir sind alle gleich, wir sind alle im Boot. Die meisten Themen, die transformiert werden wollen, sind finanzielle Freiheit, ja, finanzielle Freiheit, Geld, Finanzen, Fülle, finanzielle Desaster. Manche haben sogar erkannt, dass dieses Finanzproblem zusammenhängt mit Selbstwert. Ja, die ganz, ganz viele Selbstwert, Selbstbewusstsein, Loslassen, Trauma, Krankheit, die geheilt werden wollen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe wieder. Wir haben alle die gleichen Themen. Ganz, ganz viele von diesen Themen, ja, wenn nicht alle, gut, also spezielle Krankheiten natürlich nicht, aber die habe ich alle auch für mich lösen dürfen. Auf einer, sag ich mal, relativ schmerzvollen Reise, aber dadurch weiß ich, wovon ich spreche. Und eine ganz wichtige Sache, die uns bewusst sein darf, ist, dass es alles zusammenhängt. Es hängt alles zusammen. Und zwar hängt es daran, dass wir lernen dürfen, wieder, wer wir wirklich sind. Weil das, was wir sind, spiegelt sich wieder in unserem Leben. Das, was wir glauben zu sein, besser ausgedrückt, spiegelt sich wieder in unserem Leben und in unserem Körper. Und das ist das Einzige. Ich habe mich vor, boah, mittlerweile 3 Jahren, vielleicht noch 3,5 Jahren, auf die Reise gemacht, rauszufinden, was ist die Ursache von Krankheiten, was ist die Ursache von Schmerzen? Was ist die Ursache von emotionalen Schmerzen? Was ist die Ursache von Erfolg, sei es im Beruf oder sei es in der Partnerschaft? Und diese Ursache ist tatsächlich das, was du weißt, dass du bist. Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du weißt, wer du wirklich bist und aus diesem Wissen heraus konkret lebst, konkret die Welt siehst. Oder ob du vermutest, wer du wirklich bist, weil du glaubst, deine Herkunft hat tatsächlich noch irgendetwas damit zu tun, was deine Vergangenheit dir gespiegelt hat, dein vergangenes Umfeld oder dein jetziges Umfeld dir widerspiegelt oder deine jetzige Situation widerspiegelt. Aber das, was dir dein jetziger Zustand, dein Seinszustand, wie du dich fühlst, was du für ein Leben führst, was du für Beziehungen führst, das spiegelt dir nur das wider, was du glaubst, wer du wirklich bist. Aber das bist du nicht. Und ich habe es rausgefunden. Es geht um diesen einen kleinen Schlüssel, dass wir für uns alle akzeptieren können, dass wir perfekte göttliche Wesen hier sind. Alle. Wir sind alle perfekte göttliche Wesen. Das heißt, wir sind in jeglicher Art und Weise in absoluter Perfektion, in absoluter Liebe und in absoluter Fülle hier. Aber wir haben es vergessen. Es wurde uns ausgetrieben, dieses Wissen. Es wurde uns nicht bestätigt. Ja, das ist ja schon mal schlimm genug. Ja, wenn du als nicht mehr bestätigt bekommst, wie gut du bist, dass du perfekt bist, dass du liebenswert bist, all diese Dinge, schon alleine, dass diese Bestätigung nicht kommt, weil du diese Person nicht mehr bist, weil du sie im Laufe deines Lebens vergessen hast, deine Göttlichkeit, deine Perfektion, all das, was dich als Lebewesen hier auf diese Welt gebracht hat, was das alles
für Rechte für dich auch beinhaltet, ja, was das für eine Bedeutung hat, wie du über dich denken kannst, wie du über dich die Welt denken darfst, über deine Wirkung denken darfst. All das, das sind Grundrechte, das sind deine Lebensrechte, das sind deine Rechte, die du hast, weil du als göttliches Wesen hier auf die Welt gekommen bist. Und das wieder zu lernen, das sich wieder bewusst zu machen und auch so tief in sich hinein sickern zu lassen, dass du nur noch aus diesem Wissen heraus wirkst und bewirkst und arbeitest. Das ist die Lösung für diese ganze Trennung von deiner Perfektion, von deiner Gesundheit eben auch, von deinem Leben in Fülle, von deinem Leben in Freude, von deinem Leben in Glück. Und das kannst du wieder finden und automatisch wird sich dein Leben verändern. Automatisch wird sich dein Körper verändern. Automatisch wird sich deine Beziehungen zu verändern, zu deinem Business, zu allen Menschen, zu deinem Partner. Es wird sich alles automatisch verändern, wenn du in dir das veränderst. Und nicht, was muss ich verändern, erst noch suchen. Du musst gar nicht suchen, was du verändern musst. Du musst gar nicht suchen, eigentlich im Prinzip, was du heilen musst. Du darfst alles ablösen, was deinem wahren Sein, deinem göttlichen Sein, deiner göttlichen Perfektion im Leben entgegensteht, ablösen. Und das ist ein Prozess. Und mit diesen Divine Healing Sessions kann dieser Prozess Vollgas angeschoben werden. Du merkst es bei der ersten Session, dass transformiert wird. Du merkst bei der ersten Session an deinem Körper, an deinem manifestierten Schallinstrument, sag ich mal, ja, dein Körper, der sagt dir einfach nur, oh, was kommen da für Frequenzen, was kommen da für Energien? Und du merkst die Transformation, die merkst du. Und das ist dieses Coole an diesem Instrument. Und deswegen liebe ich es so sehr, weil auch der Anwender überhaupt keinen Fehler machen kann, weil er sich mit deinem göttlichen wahren Sein verbindet und mit der höchsten göttlichen Energie für dich die Transformation anstößt. Natürlich liegt es noch daran, wie viel geschehen darf, wie viel du im Moment zulassen kannst, weil deine Vorstellung von dem, was du wirklich bist, vielleicht noch nicht so hundertprozentig verankert ist, weil du erst noch einen weiteren Weg gehen musst. Aber Hauptsache, du fängst doch mal an. Hauptsache, du erkennst mal, Mensch, ich bin doch eigentlich nicht das, was ich gerade so in mir fühle. Ich bin doch eigentlich viel mehr. Ich bin noch viel größer. Ich bin noch viel, viel schöner. Warum sieht es denn keiner? Warum kriege ich kein Feedback von außen? Warum trägt mich keiner? Warum liebt mich keiner? Warum bin ich gebeutelt von der Krankheit und so weiter und so fort? Warum bin ich sonst noch eingeschränkt? Das sind natürlich alles Vorstellungen, die noch in unserem Verstand spielen, spielen, spielen. Und die dürfen transformiert werden, die dürfen verändert werden. Und es ist so wichtig, dass du das Ganze verstehst, um was es geht. Und wenn du das Ganze verstehst, um was es geht, dann weißt du, was deine Berufung ist, dann weißt du, wozu du hier bist, dann weißt du, was du bewirken willst, dann weißt du, was du erleben willst, dann weißt du, was du beitragen willst, dann weißt du das plötzlich alles. Also das ist nicht so eine wow, riesengroße, komplexe Sache, sondern sie fängt alles bei dem Wissen an, wer du wirklich bist, was du kannst als energetisches, göttliches, hochschwingendes Wesen. Und diese ganzen Leidensgeschichten, die uns noch so einschränken, die ich gerade vorher vorgelesen habe, diese Gründe, warum wir keinen Selbstwert haben, diese Gründe, warum wir kein Selbstvertrauen haben, diese Gründe, die brauchen wir eigentlich gar nicht weiterzutragen. Die können wir beleuchten und sagen, mein Gott, es gibt gar keinen Grund, warum ich nicht meinen Selbstwert haben darf. Weil auch wenn du deinen Selbstwert hast, dann weißt du, wer du bist, dann kannst du deine Wahrheit sprechen. Das ist auch so wichtig, weil dein Wort ist so machtvoll. Und es ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern es ist eben auch dein Gedanke. Und der wiederum, der bringt dich in die Schwingung. Und wiederum das
manifestiert sich da nachher im Außen deine Schwingung, dein Zustand, das, was du über dich denkst, das manifestiert sich im Außen. Und es ist so kraftvoll. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich merke es sofort. Deswegen bin ich auch so ein guter Coach auf der einen Seite und deswegen bin ich aber auch so eine schlechte Bekannte, oder? Weil ich mich sofort darauf einschwingen kann, weil ich deine Schwingung lesen kann, weil ich sofort weiß, was mit dir los ist, weil ich sofort weiß, was du glaubst, weil ich sofort weiß, was du über dich selber denkst und was für Bedingungen du sogar in dein Leben setzt. Du musst mir nur ein kleines Gespräch mit mir haben, du musst mir sogar, es reicht mir, wenn du mir etwas schreibst. Ich weiß, was bei dir läuft. Ich weiß, was dich davon abhält, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Ich kenne sofort deine Blocks und deine Grenzen. Und das hat folgenden Vorteil. Ich kann sie dir ans Licht führen. Dadurch kannst du dir erlauben, dich zu reflektieren und zu sagen, wow, was denke ich denn wirklich über mich? Sachen, die du echt nicht eigentlich glaubst von dir. Und mit diesem Tool des Divine Healings kannst du das Ganze eben ablösen. Du kannst es ablösen und transformieren. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt das in meine Coachings mit einbringen kann, weil es viel, viel schneller geht. Ich meine, wenn ich die Sachen dir ans Licht bringe, dir klar mache und du dich umprogrammieren kannst, dann ist es super. Aber noch viel schneller funktioniert es eben, wenn du dich in diese göttliche Verbindung mit mir oder mit einem der Master of Divine Healing einlässt und dann zulässt, dass es für dich transformiert wird, dass du quasi in deinen original göttlichen Zustand wieder zurückgehen darfst. Und dabei musst du eben deinen Verstand ausschalten, der dir so viele Dinge immer wieder vorquakt. Und wenn du in so einer Divine Healing Session bist, dann ist der ruhig. Und wenn du dieses Tool des Divine Healing für dich selber lernst und anzuwenden, dann muss der auch ruhig sein, weil du wirst so fokussiert auf diese Wahrheit, auf diese göttlichen Energien, auf diese göttlichen Informationen, dass selbst dein Verstand sich nicht mehr dagegen wehren kann. Und das ist der große Unterschied übrigens auch zu Meditationen, oder? Auch wenn du geführte Meditationen hast, dein Verstand, der labert ab und zu mal weg, oder? Und geht wieder in andere Sphären. Aber bei Divine Healing, egal ob du das jetzt als Anwender für jemand anders machst, du bist immer on point. Du bist immer da, wo es transformiert werden muss. Du gehst hin, transformierst, du gehst hin, transformierst und du bist immer da. Du kannst nicht weg. Dein Verstand wird mitgenommen in diese Session und dann wird transformiert und zwar ganz tief. Einerseits auf Verstandesebene, weil du es mitkriegst, weil du in der Schwingung bist, weil du im Wort bist und andererseits auf unterbewusster Ebene oder nenn es auf Seelenebene, weil du den Zugang geöffnet hast. Und da können eben diese Wunder passieren. Und es können so große Wunder passieren. Aber du bist immer noch die Person, die es zulassen mag. Und wenn du dich noch als diese kranke Person, wenn du diese Identität, die du dir mit deiner Krankheit erworben hast oder verfestigt hast, nicht bereit bist abzulegen, dann wirst du immer wieder wie mit einem Gummiband zurückgezogen. Deswegen ist es wichtig, dass du bereit bist, auch hier diesen Identitätswechsel vorzuziehen, also das heißt, den schon stattfinden zu lassen in dir, dich selber schon so zu fühlen, wie wenn du gesund wärst. Ja, viele sagen ja, wenn ich gesund wäre, dann würde ich. Und das musst du rausnehmen, diese ganze Beschränkung und Einschränkung, musst dich voll drauf einlassen und eigentlich schon bevor dir das Außen oder dein manifestierter Körper deine gesunde Version widerspiegelt, dir erlauben, aus dieser gesunden Version heraus zu denken und zu fühlen und zu handeln. Und das ist eigentlich nicht eine komplexe Geschichte,
sondern du musst einfach den Weg kennen und von dem nicht mehr abgehen. Die meisten Menschen gehen wieder ab von diesem Weg. Die sagen, ja, toll, und dann ziehen sie es einfach nicht durch. Und damit du es durchziehen kannst, musst du es ganz tief verstehen, um was es geht. Weil wenn dein Verstand versteht, warum er einen Weg gehen muss, warum dies der Weg zur Transformation ist, kann er dir helfen, diese Konsequenz und diese Durchgängigkeit an den Tag zu legen. Aber wenn der Verstand noch ein bisschen zweifelt und nicht weiß, warum er neu denken soll, warum er die Welt mit anderen Augen sehen soll, warum er annehmen darf, dass du ein göttliches Wesen bist und wie ein göttliches Wesen denkt. Dein Verstand darf mitkommen und wie dieses göttliche, perfekte, in Fülle lebende Wesen denken und handeln. Und solange es nicht mit der absoluten Konsequenz von dir durchgezogen wird, wird es immer wieder Umwege geben oder wird es wieder Momente geben, wo du zurückfällst ins Alte. Und da heißt es eben dranbleiben. Und das kann dir niemand ersparen. Das Einzige, was dir wirklich was ersparen kann, ist, dass du jemanden suchst, der dem nicht zulässt, dass du immer wieder zurückfällst, dass du immer wieder runterfällst, dass du immer wieder leidest, dass du immer wieder an dir zweifelst, der dich immer wieder daran erinnert, wer du bist und was du willst. Und das Zweite ist, dass du wirklich ein Tool an der Hand hast, das du einsetzen kannst, jeden Moment. Also das heißt im Supermarkt, wenn du mit jemandem sprichst, wenn du, keine Ahnung, irgendwas Privates in einem kleinen Örtchen in deinem Haus machst, ja, anstatt dass du irgendwelche Probleme wälzt oder dich in eine verzweifelte Lage hineinbringst, dann hast du ein Tool und dann arbeitest du und dann transformierst du jede freie Minute und dann wird es so eine tiefe, tiefe Gewohnheit für dich, dass es gar nichts anderes mehr gibt und dass dein ganzes System schon so gepolt ist, dass wenn es merkt, hu, es fühlt sich schlecht an, oh mein Gott, dann muss ich schnell das Tool answitchen und dann fängst du an, das durchlaufen zu lassen. Und so hast du wirklich den ganzen Tag einerseits etwas, wo du immer wieder dir holen kannst und andererseits, wo dich auf deinem Weg hält. Aber das hält dich nicht davon ab, wirklich eine Entscheidung zu treffen und die durchzusetzen und die einfach durchzusetzen, ohne immer mal so, ja, vielleicht doch anders und vielleicht doch. Nein, du entscheidest, was du wirklich haben willst, wie du wirklich leben willst. Du machst einen Vertrag mit dir selber und suchst dir die Unterstützung, die du brauchst, und dann gehst du. Und egal wie krank dein Körper vielleicht scheinbar jetzt gerade noch ist, das darf dich nicht davon abhalten, diese Entscheidungen zu treffen. Ich kann ja nicht, weil ich noch krank bin. Es ist kein Argument. Dieses Argument hält dich dort, wo du nicht sein möchtest. Du musst größer sein als deine jetzige Situation. Du musst größer sein als deine körperliche Befindlichkeit. Du musst einfach so groß sein, dass du weißt, dass du alles haben kannst. Und diese Größe kriegst du halt an den Tag, die kriegst du halt in dich rein, wenn du weißt, wenn ich dir ganz klar sagen darf, wer du bist auf dieser Welt, wofür du hier bist und dass du alles andere bist als ein Bittsteller, dass du alles andere bist als ein leidendes Wesen oder ein verletztes Wesen, ein gekränktes Wesen, ein zurückgewiesenes Wesen. Dass das alles nichts mit dem zu tun hat, was du wirklich bist. Und wenn es so tief in dich reingeht, wenn du das zulässt und diesen Weg einfach bedingungslos gehst, dann kommst du auf der anderen Seite raus. Das verspreche ich dir. Aber es geht nicht ohne dich. Und es ist so wichtig, dass du diese Entscheidung für dich triffst. Und dann kann alles, ich schwöre dir, jede Krankheit heilen. Jede Armut, jede finanzielle Problematik, jede Beziehungsproblematik, die klebt ja nur an deiner Frequenz, an deinen Überzeugungen, an deinen Glaubensmustern, klebt ja nur diese Situation. Und die löst sich halt nur, wenn du diesen Magnetismus, diesen Kleber von dir entfernst, ja, diesen
Ja, wie soll ich es anders sagen? Ja, dass diese Überzeugungen von dir, die machen diese ganzen Sachen an dir kleben, die du nicht haben willst. Und wenn du sie mal weggeschüttelt hast, dann kleben sie an der anderen Seite von deinem Körper, weil du halt noch diese Überzeugungen und Ausstrahlungen in dir hast. Und ich weiß es so tief und fest, dass du es lösen kannst. Und es ist nicht einfach. Und ich verspreche dir, dass es geht, wenn du dich auf den Weg machst. Und was ich noch sagen wollte, ist halt, vielleicht bist du auch so ein Wesen, der das eben spürt, was die anderen einem widerspiegeln, was in den anderen vorgeht, so wie ich. Und da bist du noch ein viel größeres Geschenk. Zwar ist es auf den ersten Moment, sieht es so aus, dass die anderen dich ablehnen und nicht wirklich mögen, weil du genau weißt, was mit ihnen los ist. Und wenn du weißt, was ein anderer für einen Schmerzkörper hat, dann spürt es diese andere Person, dass du quasi in Verbindung mit diesem Schmerzkörper bist. Und in dem Moment, wo diesen Schmerzkörper übrigens liest, dann wird er bei dem anderen vergrößert. Und das zu erkennen, das löst nicht gerade Freude in der anderen Person aus, ja? Das ist auch noch etwas. Wenn du so eine Gabe hast, bitte trete in diese Gabe ein und lerne damit umzugehen, weil mit dieser Gabe kannst du anderen Menschen ganz gut helfen. Aber es ist eine Gabe, die musst du lernen, richtig einzusetzen. Und dann kann sie extrem hilfreich sein. Und solange du das nicht kannst, wirst du dich vielleicht als hypersensibel oder sowas einstufen und dich extrem verletzt fühlen, weil das, was zurückkommt, wenn du dich mit dem Schmerzkörper eines anderen Menschen verbindest, ist eben dessen Ablehnung seines eigenen Schmerzes. Und dann wirst du abgelehnt quasi als Stellvertreter des Schmerzes. Und damit umzugehen ist gar nicht so einfach. Und das kann man aber auch lernen. Und auch hier bedeutet es einfach, dieses Standing zu haben und einfach zu wissen, ich weiß, was mit dir los ist. Und wenn du versuchst, mich zu manipulieren und zu kontrollieren, kannst du das halt nicht mehr. Und so passiert es halt oft im Leben, dass du denkst, du bist falsch. Aber du bist eigentlich gar nicht falsch, sondern du durchschaust einfach die ganze Geschichte. Und auch das wiederum musst du deinem System klar machen, dass du eben nicht diese falsche Person bist, die du denkst, dass du im ersten Moment bist, sondern dass du einfach eine Person bist, die die Wahrheit kennt. Und jetzt noch die Wahrheit über dich und dein Sein dazu zu erkennen, dann bist du unstoppable. Du bist nicht mehr aufzuhalten. Du veränderst die Welt. Du transformierst, du kreierst einfach mit diesem Himmel auf Erden. Und ich weiß, dass da ganz, ganz viele von euch da draußen sind, die die Power haben, aber sich noch nicht trauen, da einzutreten. Und auch für euch ist es jetzt der Moment, in diese Größe einzutreten, weil wir brauchen Weltveränderer. Wir brauchen nicht Weltverbesserer. Die Welt ist super. Wir müssen nur dieses ganze Kollektiv, diesen kollektiven Schmerz, die kollektiven Denkhaltungen, die müssen wir unterstützen zu verändern. Und du kannst sie nur verändern, indem du als Leuchtturm vorausgehst. In dem Moment, wo du jemand bist, ein Aktivist, ein Kämpfer, ein Protester, dann bist du dort gefangen, wo du es nicht haben willst. Du bist stark und groß, wenn du der Leuchtstern bist, der zeigt, wo das schöne Leben ist, der zeigt, wo das schöne Leben hingeht, der zeigt, dass wir alle ein schönes Leben verdient haben. Und wir brauchen eine Armee von Leuten, die bereit sind, aus dem Mainstream auszusteigen und zu zeigen, hier ist Liebe, hier ist Fülle, hier ist Schönheit, hier ist Göttlichkeit und es ist für alle da. Und ich werde nicht aufhören, darüber zu reden, die Leute zu inspirieren, Tools anzubieten, auf Schweizerdeutsch zu sagen, zu offerieren, die dir wirklich helfen, diese Person zu sein, die du wirklich bist. Weil jeder ist das und trägt das in sich. Aber dieses ganze Geschmäus und dieses ganze Getue und nicht ehrlich geseide und verspreche und gemache und manipuliere eben wieder und kontrolliere, das braucht kein Mensch. Weil das, was du haben willst, das ziehst du einfach an.
Du musst es dir nicht holen oder verdrehen oder veräckeln. Gesundheit ziehst du an, Selbstvertrauen ziehst du an, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Und das wollte ich heute nochmal sagen. Und lass dich wirklich inspirieren. Ich bin jetzt hier auch wieder auf meinem privaten Profil live, weil es mir so wichtig ist, dass diese Message rauskommt, dass Krankheit und Leiden ist von gestern. Das brauchen wir nicht mehr. Es braucht niemand mehr. Das können wir transformieren. Und je mehr Menschen das transformieren, desto weniger Leute sind in diesem alten Spirale drin. Ich meine, du gehst zum Arzt und er erzählt dir ein Horrorszenario. Du wirst geboren, dein Kind wird geboren und du wirst gleich mit allen möglichen potenziellen Problematiken konfrontiert, die du mit deinem Kind erleben könntest. Ja? Das kann es nicht sein. Wir wollen diese Informationen nicht mehr vermehren, die uns von unserer Ganzheit, die uns von unserer Perfektion, von unserer Göttlichkeit, von unserer Liebe, von der Liebe, die bedingungslos für uns da ist und die wir bedingungslos weitergeben dürfen. Wir können nicht mehr erlauben, dass hier Informationen gestreut und erweitert werden, die uns das einreden, dass wir eben abhängig sind und dass wir in Gefahr sind und dass wir eben nicht perfekt sind und dass wir nicht göttlich sind und dass andere vor allem viel mehr Recht haben, uns zu sagen, was mit uns los ist und was wir brauchen, als wir selber. Hallo? Es geht gar nicht. Ich weiß Bescheid über mich. Und ich gebe die Verantwortung über mich und mein Leben nie an niemanden ab. Und ich auch selber als Coach übernehme nicht die Verantwortung für dich und dein Leben, sondern ich ermächtige dich, in deine volle Kraft zu treten und lerne dir, in dich zu vertrauen und dass du niemanden anders brauchst, der dir sagt, was mit dir los ist. Das brauchst du nicht, wenn du es selber weißt. Und in dem Moment, wo du in dein eigenes tiefes Wissen gehst, brauchst du das nicht mehr. Und warum es wichtig ist, kurz mal sich lesen zu lassen von jemand anders, der das aber mit Herz und mit Liebe macht, ist einfach nur, um deinen Verstand ins Boot zu kriegen. Weil der ist ja der Übeltäter in Anführungsstrichen, weil der ist ja voll getrichtert mit all diesen Glaubenssätzen und Überzeugungen, die dir eintrichtern wollen, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist. Sei es gesundheitlich, sei es menschlich, sei es emotional und so weiter und so fort. Und das Zeug, das treibt dich in diesen Sumpf rein, das treibt dich in diese Verzweiflung rein. Und da muss keiner sein. Raus da jetzt, raus mit euch allen aus diesem Sumpf, raus aus dieser Hilflosigkeit, raus aus diesem Gefühl, ich bin falsch, raus aus diesem Gefühl, ich muss andere manipulieren und kontrollieren, raus aus diesem Gefühl, ich bin abhängig. Selbstbestimmtheit, hallo, ich bin Schöpfer, ich kreiere mein Leben und ich kreiere es aus der göttlichen Liebe, aus der Perfektion, aus dem Höchsten, aus dem Besten, aus dem Freisten heraus. Und das können wir alle. Und wenn wir das alle machen, dann haben es wir anders da draußen. Dann müssen wir uns nicht mehr irgendwie zurückhalten oder denken, darf ich das da sagen? Je mehr Leute hier aufsprechen und ihre Wahrheit sprechen, desto wahrer wird unser Leben und unsere Weltgeschichte. Come on, komm mit. Auf jeden Fall hoffe ich, ich habe dich inspiriert hier mit diesem Video. Und du traust dich auch, reinzuhören und zu sagen, ja Mann, ich bin wirklich auch dieses göttliche Wesen, was mache ich denn als göttliches Wesen? Und dann triffst du Entscheidungen und du gehst und du gehst und du gehst und du hörst nicht mehr auf, in diese Richtung zu gehen. Also, einen schönen Tag noch wünsche ich euch. Tschüssi!